Und willkommen zu einem neuen Part, Pokémon Go. Ja, ich habe mir überlegt, wir machen doch 20 Parts. Wir werden doch 20 Parts machen, da jetzt doch ein bisschen mehr passiert. Neue Pokémon kommen, es gibt mehr Arena-Kämpfe als vorher, denn vorher gab es ja nur einen Arena-Kampf. Aber in dieser zweiten Hälfte des Let's Plays nehme ich dann doch eine bessere Arena-Kampfmusik. Und zwar habe ich ja die auch schon letztes Mal benutzt, und zwar wenn man gegen den Champ kämpft von Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Und da wir schon von Musik sprechen, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es denn wisst, von welchem Pokémon-Spiel denn dieser Track hier ist, der hier gerade spielt. Ich lasse euch mal noch ein bisschen lauschen. Ja, schön. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr auf Stopp drücken und das in die Kommentare schreiben, welcher Track das denn ist. Auf Stopp drücken könnt ihr jetzt. Und da ihr das wohl getan habt und was vielleicht schon reingeschrieben habt. Es ist, glaube ich, ich weiß es selber nicht mehr genau. Es ist doch von Pokémon Liga, auch von Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Ja, Pokémon Liga ist es. Oder da halt, wo diese Top 4 ist und dann wo noch der Champion ist. Also auf jeden Fall beim Finale, ich glaube schon, dass es Pokémon Liga ist. Ihr wisst, ich kenne mich nicht unfassbar gut mit Pokémon aus, ne? Deshalb spielen wir ja auch gerade Blau. Und die Randomizer Nuzlocke von Smaragd wird auch dann weitergehen, sobald es geht, ne? Wahrscheinlich irgendwann im Herbst. Hoffentlich, weil ich habe echt Bock, die mal wieder weiterzuführen. War, glaube ich, eine dumme Idee, als ich im Urlaub war, einfach Projekte zu starten, wo ich doch irgendwas auf dem Vorwasser... Ja, es war, glaube ich, eine der schlechteren Ideen, die ich auf diesem Kanal mal gebracht habe. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Man lernt ja aus seinen Fehlern. Ihn fragen auch schon manche, wann kommt denn wieder Smaragd? Wann kommt denn wieder Galaxy und sowas? Ja, Pokémon Go kam halt noch dazu, deshalb musste ich noch Galaxy pausieren. Oh Mann, ja, so eine Pausierungsscheiße mache ich sehr, sehr ungern. Passiert, ist mir auch nur einmal passiert, dass ich mal Projekte pausieren musste, weil andere halt da waren. Ah ne, da habe ich nicht pausiert. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Projekt pausiert wird. Dann liefen einfach alle. Dann hat zwar Ninja Gaiden irgendwie 2 Monate gebraucht für 9 Parts. Aber die Projekte liefen dann halt alle, aber das hat mir zu lange gedauert. Dann pausiere ich mal lieber ein Projekt, anstatt alle richtig unregelmäßig hochzuladen, weil das ist mir einfach zu blöd, das ist mir zu viel. Und ja, deshalb machen wir das so, wie ihr hier es gerade seht. Ne? Level 8 sind wir, oder sind wir da noch Level 7? Muss ich jetzt mal gucken. Ach ja, natürlich ist es auch in diesem, also in diesem Part werden wir auf jeden Fall mal versuchen, das Ei schlüpfen zu lassen. Ja, hier sind wir noch Level 8. Und ab Level 9 kriegen wir ein neues Item. Später komme ich gleich darauf zu sprechen, aber erstmal hier dieses Mauzi. Ein neues Pokémon. Also wir treffen hier ein Mauzi und das wäre eigentlich schon ein großer, schöner, eine schöne Sache, ein Pokémon zu fangen, was wir vorher noch nicht hatten. Es gibt auch schön viele EP. Da wir jetzt schon Level 8 sind, brauchen wir auch immer mehr und mehr und mehr EP, um wieder ein Level aufzusteigen. Reicht nicht mehr so wie vorher. Einfach ein paar Taubsis fangen, dann bist du Level up. Ne, guck hier, 650 EP für das Mauzi, weil man kriegt, glaube ich, nochmal 500 EP, wenn man ein Pokémon fängt, was man vorher noch nicht gefangen hat. Steht da XL? Ja, XL Mauzi haben wir. Das ist schön. Ich meine, das ist noch der Part mit dem alten... Ne, das ist schon mit dem neuen Update. Das ist schon mit dem neuen Update, wo man Pokémon auch bewerten kann. Das habe ich vorher, vor diesem Moment hier noch nicht gemacht. Aber das werden wir später machen. Und da war ich auch gespannt, wie dieser komische Mann unsere Pokémon bewerten wird. Da war ich echt gespannt. Vielleicht seid ihr auch drauf gespannt. Kommt gleich. Ja, 6 Pokémon in der Nähe. Ist schön. Ja, vielleicht komme ich nochmal auf das Community-Rennen zu sprechen. War schade, dass in MK8, ihr wisst schon, ja, dass da ein paar Leute abgesagt haben, aber immerhin sind dann noch ein paar gekommen. Haben ein paar schöne Rennen gemacht, ne? Ich habe auch extra den Part, den letzten MK8-Part nochmal ein bisschen länger gemacht, weil Community-Rennen haben wir nicht immer. Vor allem, der Part 60 ist schon viel, viel länger her, weil ich ja weg war, ne? Ihr wisst, es gab mal eine Monat Pause. Dummerweise, aber ich habe mich inzwischen auch wieder eingefunden, regelmäßig Videos hochzuladen und den Uploadplan aktuell zu halten. Das kann ich alles wieder, ne? Ich habe nie so eine krasse YouTube-Pause gemacht. Das war ja auch ungewollt. Ich meine, ich war ja im Krankenhaus und so weiter. Und da konnte ich auch nicht einfach ein Video machen, ein Infovideo. Ich habe es dann, glaube ich, irgendwann in den Kommentaren habe ich es auch nicht geschrieben. Weil die Flat am Arsch war.
Ja, irgendwie sowas war da. Aber ich habe es geschrieben, als ich wieder zu Hause war. Ja, deshalb halt die scheiß Pause. Aber inzwischen hat sich ja auch alles wieder normalisiert, ne? Flash 3 geht ab wie Sau, deshalb auch wahrscheinlich jetzt ja heute wieder 3 Videos am Tag. Ihr müsst euch doch ein bisschen darauf einstellen, dass die Videos jetzt alle viel später kommen. Weil, ah, guck mal. Wo sind wir hier? Oh Gott, ich muss den Timer sehen, 5:20. Da habe ich einen Fehler drin. Da habe ich einen Fehler drin, ne? Da habe ich einen Stop nicht zensiert. So, ich glaube, ich habe den da hinten angetippt, um zu gucken, okay, was ist klüger, wenn wir jetzt die altbekannte Route nach links gehen oder nach rechts, weil ich dachte mir, vielleicht braucht das ein bisschen mehr zum Schlüpfen, aber ich habe mich doch, glaube ich, dann entschieden, nach links zu gehen, hier bei der nächsten Kreuzung. Und ja, das war's halt. Community-Rennen war ja sehr schön, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, hat mir gefallen. So. Dieses eine Ratsfass, was schon die ganze Zeit in der Nähe war, haben wir dann nochmal gefunden und sofort zum Kampf herausgefordert. Ich habe hier, glaube ich, das Handy extra so ein bisschen weiter nach unten gehalten. Hätte ich wahrscheinlich viel höher halten können. Aber da stand ein Auto. Ich wollte nicht, dass man das Kennzeichen sieht. Klar hätte ich wieder zensieren können, aber also, da habe ich mich umgedreht, dann war das Auto weg und dann ging das auch viel besser, das Pokémon zu fangen. Aber da hatte ich keinen Bock, hier im Pokémon-Kampf wieder auszutragen, wenn da so ein fetter Balken oben ist, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass die Pokémon sich ganz gerne hinter Autos stellen, ne? Und ich da nicht gut filmen kann. Das ist scheiße. Aber der Radfratz hat mir dann doch keine allzu großen Probleme bereitet. So. Ach ja, ich habe auch ein bisschen was über die Arenen herausgefunden. Also ich habe es mir selber erschlossen. Weil, ja, kann ich euch gleich sagen, weil in einer der kommenden Parts gibt es auch mal wieder einen Arena-Kampf. Nur, ihr wisst ja, ich konnte immer nur ein Pokémon einsetzen und ich konnte auch kein Pokémon in die Arena setzen. Also, und ich erkläre euch mal, warum das war. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch vielleicht euch nicht mal aufgefallen. Ich konnte kein Pokémon in die Arena setzen, weil die Arena meinem eigenen Team gehörte. Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Und weil ich nicht alle drei Pokémon besiegt habe. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Aber der größere Knackpunkt ist, ich konnte einmal 6 Pokémon einsetzen. Beim allerersten Arena-Kampf im Let's Play. Da gehörte diese Arena auch nicht meinem Team. Die gehörte Team Blau oder so. Oder Team Rot. Und da konnte ich 6 Pokémon einsetzen. Aber wenn man einen Arena-Kampf macht von seiner eigenen Arena, wie zum Beispiel da vorne, da ist es eine gelbe Arena, dann kann ich nur ein Pokémon einsetzen. Wenn die Arena nicht meinem Team gehört, dann kann ich 6 Pokémon einsetzen. Und wenn ich 3 Pokémon besiege, also die 3, die da aufgelistet sind, dann gehört die Arena dem Team Gelb. Ich kann Pokémon reinsetzen und andere können auch noch ein Pokémon reinsetzen. 2 andere wahrscheinlich. So ist das, glaube ich. Irgendwie so. Ja, und vielleicht, wenn ich jetzt von meinem eigenen Team bin und die Arena da gewinne, dann rutsche ich vielleicht auch auf... Dann erober ich sozusagen, ja, dann gehört die Arena auch wieder mir, ne? Aber da sie halt von meinem eigenen Team ist, kann man nur ein Pokémon einsetzen, nicht 6. Das werden wir jetzt auch wahrscheinlich sehen, weil ich dachte mir, ja, guck sie mal die Arena an. Und dann sehe ich da Pokémon, die scheiße schwach sind. Und ich dachte, das ist perfekt, aber dann sehe ich da einen Aquana mit 1300 Wettkampf und ich dachte mir, das werde ich nicht schaffen. Aber, was ich mal versuchen kann, die ersten 2 Pokémon kriege ich auf jeden Fall platt. Das habe ich mir sowas von gedacht, dass ich wenigstens die ersten beiden Pokémon platt kriege. Und deshalb habe ich auch sofort auf die Herausforderung gedrückt. Ihr seht, ich kann kein Pokémon reinsetzen in die Arena. Das geht nicht. Nur wenn da keiner ist, also wenn die Arena irgendwie weiß ist oder da eine Plattform weiß ist, dann gehört die Arena niemandem und wenn sie da so frei rum leer steht, habe ich auch schon erlebt, dass die Arena einfach da frei leer stand, aber da war ich nicht in der Nähe von der Arena, ich habe es nur von Weitem gesehen, dass da eine leere Arena ist. Dann kann man einfach ein Pokémon reinsetzen und die Arena gehört einem. Also theoretisch kann man eine Arena erobern, aber kein Pokémon reinsetzen. Und das kann dann irgendjemand anders. War auch ganz lustig. Irgendeiner von Team Blau hat eine Arena erobert, wollte da sein Pokémon reinsetzen, aber ich war schneller. Seht ihr, glaube ich, im nächsten, übernächsten oder überübernächsten Part, so habe ich überlegt, welches Pokémon nehme ich denn? Oder nee, ich habe erstmal auf die Bewertung geguckt.
So, er kann sich im Kampf noch verbessern, dachte ich mir. Ja, ist doch Blödsinn, Alter. Guck dir mal das Pokémon an. 442 Wettkampfpunkte. Und ja, dann dachte ich mir, das war so lächerlich. Warum auch immer diese Arena einfach zu weit war. Das fand ich so lächerlich. Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit den schwarzen Balken drüber gezogen, weil ich immer wieder auf die Arena tippe. Und ja. Und hier das GPS dann, glaube ich, nicht reagiert, was ich mich noch mehr abgefuckt hat. Das ist einfach dann das fucking GPS, die reagieren wollte. Dass ich verdammt nochmal laufe und dann ging's. So, und ich dachte mir, okay. Dann werde ich mit diesem Tauboss kämpfen. Obwohl es sich halt im Kampf noch verbessern kann. Aber ich dachte, gegen die muss es wenigstens ankommen, Alter. Gegen die muss es wenigstens ankommen. Dun, dun, dun. Und das tat es auch. Und die Musik ist geil. Ja, 257er Radikal, aber Tauboss auf 442. Da war mir schon klar, also das ist halt so, da ich die ersten beiden Pokémon besiegt habe, habe ich auch Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt zwar nicht unfassbar viele, aber ich habe welche bekommen. Aber spätestens hier war es so klar, okay, gegen das Aquana habe ich gar keine Chance. Oh Mann, das war ärgerlich. Naja, ist dann halt so, ne? Und da war es auch schon down. Ja, da stand aber, dass ich ein paar Erfahrungspunkte bekommen habe. Natürlich auch, dass ich den Kampf verloren habe. Ich glaube, das habt ihr eben noch gesehen. Aber, ja, mehr auch nicht. Ja, 22 Erfahrungspunkte. Ja, okay, hat man halt ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube auch, desto stärker die Pokémon sind, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil 191er Paras ist jetzt auch nicht unfassbar stark. Und wenn man da 500 EP für bekommt, wäre auch vielleicht schon ein bisschen Betrug. Positiver zum Teil. Aber, naja, ist, glaube ich, schon alles richtig gemacht von Niantic und sowas. Das haben sie, glaube ich, gut hier hinbekommen. Und ja, Real-Life-Story habe ich nicht auszupacken. Keine Röhrenfernseher mehr, die im Kindergarten zerlegt wurden. Leider nicht. Aber da war mein Tauboss natürlich auch tot. Ne? Das war tot. Und das wollte ich dann auch unbedingt heilen. Ja, oder ich glaube, ich habe dann nochmal meinen Radikal bewerten lassen. Ich dachte, vielleicht schicke ich den auch nochmal in den Kampf. Da dachte ich mir, nee, ist Blödsinn. So. Ja, da habe ich ihn versucht reinzusetzen, aber ihr seht, es ging nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Arena halt immer noch dem Aquana-Typen da gehören. Ich dachte, wenn ich irgendwie die ersten beiden besiege, rutsche ich vielleicht auf Platz 2. Ist leider nicht passiert. Obwohl mein Tauboss auf jeden Fall stärker ist als das Radikal von dem Typen da. Aber ist halt so, ne? Ist halt so passiert. Du, 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 du. So. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann heilst du wenigstens da nochmal deinen Tauboss. Und dann gehst du weiter. Und, ja. Versuchst dann noch das Ei auszubrüten. Das war soweit der Plan. Immerhin. Ah, das Hornview. Das ist zurückgekehrt. Was wir mal in eine Arena eingesetzt haben. Aus Versehen. 10er Hornview. Naja. Ihr seht, was raus geworden ist. Er ist zurückgekehrt. Aber er hat echt länger, wahrscheinlich, vielleicht so länger als in der Arena überlebt als gedacht. Naja, Hauptsache ist er zurück. Wird bald eh irgendwie verschickt für einen Bonbon. Mal gucken, wie wir das anstellen. Aber auch egal. So. Ja, dann habe ich die Arena einfach hinter mir gelassen. Und mir vorgenommen, jetzt brütest du mal noch das Ei aus. Ich glaube, ich habe dann nochmal drauf geguckt, wie viel das Ei noch braucht. Wie viel genau ich beim Ei noch brauche, um es irgendwie abzuschließen. Ja, die Arena ist gelb, ne? Die letzte auch. Daran wird es wohl liegen, weil bei diesem, ja, das war eine blaue Arena, kann ich glaube ich sagen. Bei dieser blauen Arena, die wir in den nächsten Part sehen werden, da konnte ich wieder 6 Pokémon einsetzen. Und was da abging, eine ganz lustige Geschichte. Die kann ich noch erzählen. Aber was ich auf jeden Fall, ich habe schon ein Thema für den nächsten Part. Und zwar im nächsten Pokémon Go Part, also dann erzähle ich euch die Geschichte, die passiert ist, nachdem der letzte
der nächste Pokémon Go Part zu Ende ging. Als ich beim nächsten Pokémon Go Part auf Stopp gedrückt habe und war dann nach diesem Knopfdruck alles passiert ist, so. Holy shit! Fuck, Alter, was war das für eine Scheiße? Und zudem haben wir einen neuen Ort entdeckt und da wusste ich selber noch nicht, was da abging, weil Pokémon Go. Also, wenn ich sage, ich spiele Pokémon Go privat, dann meine ich eigentlich nur Hinweg und Rückweg von einem Video, damit ich noch ein paar Kilometer auf das Ei kriege und vielleicht noch das ein oder andere Pokémon fange und den ein oder anderen Pokéstop noch mitnehme. Aber ansonsten gehe ich jetzt nicht extra raus und spiele Pokémon Go und nehme dabei nicht auf. Ich gehe schon raus, also Pokémon Go lockt richtig krass nach draußen irgendwie. Auch immer noch, habe ich das Gefühl. Und spiele Pokémon Go. Aber, ja, dann nehme ich halt noch auf, ne? Das lockt mich schon raus. Ich war... Entschuldigung, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Sehr professionell in einem Let's Play. Ich habe ja auch gesagt, ja, ich möchte nur 15 Parts von Pokémon Go machen, weil es immer das gleiche ist. Eben nicht. Jetzt gibt es so langsam neue Sachen. Also neue Pokémon werden kommen und so weiter. Also da sieht man nochmal Unterschiede im Gegensatz zu den anderen Parts. Auch, dass ich jetzt wieder in Arena-Kämpfen mal wenigstens etwas mehr mitreden kann. Dass ich da wenigstens vielleicht noch irgendeine Chance habe, ne? Habt ihr eben gesehen, ich konnte zwei Pokémon bezwingen. Ist immerhin schon was. Also, wir werden jetzt auch mehr in Arenen aktiv sein, als bisher das im LP der Fall war. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Nachricht, finde ich. Ja, ja, ja. Das ist wieder eine ganz schöne Nachricht. Ich habe das Gefühl, wieder meine Stimme ist am Arsch. Ich hoffe, das ist nicht so. Naja. Mal gucken, ob meine Stimme jetzt wirklich richtig am Arsch ist. Habe ich nur das Gefühl gehabt, dass ich manchmal letztens manchmal ein bisschen komisch angehört. Aber ist jetzt auch egal. Nicht viele Pokémon in der Nähe. Ist natürlich schade. Wenn keine Pokémon in der Nähe sind, gehe natürlich immer ein paar Mal, alle paar Minütchen, glaube ich mal, auf dieses Gesichtet. Und ansonsten laufe ich einfach rum. Da, der Pokéstop da hinten ist unser Ziel. Und dann sollte mal endlich das Poké-Ei ausgebrütet sein. Mein Gott. Sollte eigentlich der Fall sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, heute hat der Eifer nicht richtig die Kilometer gezählt. Wirklich, da hatte ich manchmal auch heute einfach das Gefühl, das hat mich einfach so hart abgefuckt. Meine Fresse. So. Ja, die Musik ist schon gut ausgewählt. Gefällt mir. So. Aber wisst ihr, worauf ich mich richtig krass freue? Auf Pokémon Mond. Ich werde dazu ja eine Nuzlocke-Challenge machen. Also, erstmal zu dem Release-Spiel erstmal eine Nuzlocke-Challenge. Das wird schon interessant. Aber ich glaube, ich hoffe, es ist auch okay für euch, wenn ich mir auch in Pokémon Mond wieder drei Leben mache. Ich meine, komm. Pokémon Mond ist mein drittes Pokémon und meine zweite Challenge. Ob ich dann nächstes Jahr bei der Pokémon Y Wonderlock... Das war vor Domtendo geplant. Gut, eigentlich war auch Pokémon Y Nuzlocke geplant und bei Pokémon Sonne war erstmal nichts geplant, weil ich wollte auch mal ein Pokémon normal spielen. Aber dann durch Domtendo habe ich halt herausgefunden, was eine Wonderlocke ist. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du vielleicht bei Pokémon Sonne eine Nuzlocke und bei Pokémon Y eine Wonderlocke. Ist halt blöd, dass jetzt auch wirklich... Nicht Pokémon X oder so, dass es auch Pokémon Y ist, wo ich einen Wonderlock mache, aber das ist eh erst irgendwann 2017. Also ein gutes Jahr von nach dem Tendo, dann. Ja, ich habe ja gesagt, ne, dass ich manchmal lächerlich finde. Du hast Scheiße gesagt. Das ist von dem Tendo geklaut. Dass manchmal solche Kommentare reinkommen und ich mir auch einfach nur denke, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ne, Hornlio, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, der ist echt geflüchtet. Das ist echt nicht sein Ernst. Was für ein Assi, Alter. Ja, also, keine Ahnung. Nicht alles ist geklaut. Ich dachte mir auch, es gibt bestimmt noch andere Challenge als Nuzlocke und Randomizer Nuzlocke. Ich wollte mich gerade informieren. Da habe ich mich schon ein bisschen informiert, aber da gab es irgendwie so eine Sache, da muss man so an einem Rad drehen oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas oder... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sprichst du mit der magischen Miesmuschel? Irgendwie sowas habe ich gesehen. Und dann kam, zu der Zeit, wo ich mich informieren wollte, die Wonderlock.
Hab mir die Erklärung von Nintendo reingezogen, dann dachte ich mir, ah, hab mir das Let's Play aber nicht angeguckt. Guckt nur manchmal rein, wenn er so ein Team hat. Bei Pokémon Y möchte ich natürlich blind spielen, ne? Pokémon Y möchte ich blind spielen, deshalb habe ich mir das LP nicht angeguckt. So, die Pokémon sind da ja auch nicht randomized. Das geht auch, dass man bei Pokémon XY, Alpha Saphir und Omega Rubin, wahrscheinlich auch bei Sonne und Mond, Randomizer spielen kann. Aber das Ganze ist mir ein bisschen zu tricky. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu tricky. Wir haben unsere Smaragd Randomizer Nuzlocke, können auch irgendwie bei etwas älteren spielen. Da ist für mich eine Randomizer Challenge, Randomizer Nuzlocke Challenge gar kein Problem. Da können wir das gerne machen. Aber doch bitte nicht bei den guten. Den guten neuen Spielen, ne? Pokémon Blau spielen wird es auch normal. Also wir haben dann ein normales Let's Play, ein Randomizer Let's Play. Ein Nuzlocke-Let's Play und eine Wanderlocke gemacht. Ende 2017. Da haben wir alles gemacht. Ja, dann haben wir so vier Arten und Weisen Pokémon-Spiele durchgespielt. Das ist doch cool. Dann werden wir auch mal wieder eine Randomizer machen. Irgendwann, dann werden wir vielleicht auch mal wieder ein Pokémon normal spielen. Ja, gucken wir, wie das alles läuft. Und da, ab dem Moment dachte ich mir so, okay, vielleicht gehst du noch ein paar Meter offscreen, weil der Part dann irgendwie 27 Minuten ist und das mir zu lang ist. Und dann schneidest du einfach ran, wie du das, wann das Ei schlüpft. Ich bin dann auch ein paar Meter gegangen und als das Ei geschlüpft ist, habe ich sofort gefilmt, hier wieder Mobeisen angemacht und raus kam ein Tangela, was auch was drauf hat und zudem auch neu im Pokédex ist. Da seht ihr es, der hat schon was drauf. Vor allem da wir ihn noch mal ein bisschen pushen können. Da ist WW14 Tangela-Bonbons haben. Er kann sich eh nicht mehr entwickeln, deshalb. Er ist schon sozusagen voll entwickelt. Und dann dachte ich mir, okay, dann pfeifen wir ihm die ganzen Tangela-Bonbons nochmal rein, die wir haben. Vor allem, er ist auch kein irgendwie XS-Pokémon. Hat irgendwie bei Gewicht und Größe kein XS oder so, ist normal. Also, er ist schon, Tangela ist nicht schlecht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn man ihn nicht entwickeln kann, dann pfeifen wir die Bonbons rein, um ihn zu pushen. Allerdings habe ich wenig Sternstaub, dazu sollte man mal Pokémon fangen. Also jetzt wird es auch echt knapp mit dem Sternstaub und sowas. Das wird auch immer weniger hier bei Pokémon Go. Deshalb heißt es weiter Pokémon fangen und somit verabschiede ich mich von... Ah ja, ein Enton habe ich noch offscreen gefangen hinterher auf dem Weg, wo das Ei dann geschlüpft ist. Deshalb bedanke ich mich hier fürs Zusehen von Pokémon Go und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und hier zeige ich noch mal den Pokédex, was wir schon alles gefunden haben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.